Hallo und recht herzlich willkommen in Kapitel 7, der Wächter. So, dann wollen wir uns hier mal ordentlich umschauen. Wir sind in der Kirche angelangt. Romanischer Stil, wen das interessieren sollte, das erkennt ihr an den Rundbögen. Und wir gucken natürlich rechts und links nach allem Verwertbaren, wie Streichhölzer. Das kam aus der Nähe. Okay. Wir sammeln trotzdem vorsichtshalber Schrotmunition ein. Das erscheint mir sinnvoller zu sein, als gedankenlos dort hineinzulaufen. Ohne Kachel. Sehr schön. Kartenfragment 13 gefunden. Auch gut. Und Schleim. Eine sehr einladende Madonna. Ohne Gesicht. Oh, da geht's hinab. Okay, da geht's irgendwie hinab. Habe ich die jetzt gerade verschoben oder was? Nein. Okay, hier muss ein Hebel oder sowas sein. Könntest du mir freundlicherweise weiterhelfen? Geht's dir gut? Reden oder schießen? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das könnte... Oh yeah. Ich liebe das einfach, wenn das Spiel so Handlung bekommt und diese Zwischensequenzen. Kapitel 7. Der Wächter. Auch noch einmal an dieser Stelle für euch erwähnt. Solltet ihr bis hierhin sogar zugesehen haben, dann könntet ihr jetzt, also nur, insofern euch das nichts ausmacht, einen Daumen nach oben für das Gameplay oder für das Let's Play geben, weil das würde den Videos einfach weiterhelfen. So, Kontrollpunkt. Genug gebettelt hier. Schande über mich. Aber es hilft wirklich. Oh, ein Bett. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ja, ja. Mach ich ja. Ich sammle alles ein. Hups. Und dann holen wir schnell unsere Partner wieder. Was ist das? Vielleicht doch kein Bett.
Ein Totenlager. Sowas ist ja immer ein bisschen das Blöde. Man muss das machen, um die Gegenstände einzusammeln. Es stört aber eigentlich den Spielfluss. Für solche Aktionen mit diesem Durchsuchen, das gibt immer von mir einen Daumen runter, muss ich gestehen. Jetzt nicht im Video. Ja, nicht so, ne? Da kann ich ja nichts für. Ich glaube, wir müssen da hoch. Aber es könnte ja sein, dass wir hier zum Beispiel noch Medikamente oder sowas finden. Patronen hier, Gliver. War irgendwo, oh, das ist eine Bombe. Ja, ich weiß, man kann sie entschärfen, aber ich gehe auch ständig dabei drauf. Also lasst mich bloß in Ruhe damit. Ah, ich könnte sie zerschießen. Aber dann wären auch die Werkzeugteile verloren, glaube ich. Da, Patronen. Gehen wir halt von hier aus hinein. Mussten wir hier oben entlang? Beweg dich, beweg dich. Beweg dich! Faule Leiche. Habe ich hier schon aktivere gesehen. So, ich brauche mal eben ein paar Sprengbolzen. Wir sind ja in guter Gesellschaft, könnte man sagen. Wir haben 7 Teile. Stehe... Oh! Ah! Ach, ich Idiot. Ich wollte umschalten und habe erstellt. Was habe ich denn jetzt erstellt? Blendbolzen habe ich erstellt, wie ein Affe. Na schön. Und ich wollte Explosivbolzen erstellen. Flasche? Nee, nicht nötig. Ach, ich wollte umschalten und habe auf RB gedrückt, auf Herstellen. Naja, sei es drum. Wir können auch so tun, als hätte ich das ganz bewusst so gemacht, okay? Hier ein sehr einladender Papst. Ist es ein Papst? Ein sehr beeindruckender, freundlicher irgendwas. Oh. Glibber. Oder auch Gehirnsaft genannt. Fluffy? Nee, ist es nicht Fluffy, okay. Ist irgendein anderer Spinner mit Beil. Wirklich toll funktioniert, tut das ja nicht, oder? Also mit dem Blendgranaten da. Komm her, Fetti. Und brenn. Komm, lass was liegen. Für Papa. Du auch brennen, oder was? Kannst du haben. Ja, aber die Kleinen haben meistens nichts, oder? Ist eher unnötig, wenn die eh schon komplett tot sind, die zu verbrennen. Ja, es ist auch wirklich schwer, Vasen zu schlagen. So, ich habe neue Bestandteile gefunden. Wir warten aber mal mit dem Sinnlosen. Habe ich eigentlich noch Medizin dabei? Oder habe ich das alles meinem Kumpel gegeben? Hau rein da. Noch eine? Nee, alle. Wir haben auf oben gar nichts liegen. Können wir von mir aus aktuell das Gewehr noch hinlegen. Uns fehlen so Vampire, die aus dem Sarg aufsteigen, oder? Und immer noch voll? Okay. Handgranaten. Ratten. Ratten. Was ist das? Ah, guck mal hier. Kann ich da irgendwas machen? Scheint locker zu sein. Okay. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Okay. Also. Oh, sie geht auf.
Ja, das ist doch freundlich. Sogar mit Licht hier. Was ist das? Ein Boxed Head? Ah, ein Schlüssel. Dankeschön. Kleine Waffenkammer, könnte man sagen. Inklusive Bett, Schlafräumen, Büchern, Gehirnglibber und Hinweisen. Notiz aus den Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe. Und Hilfe. Entschuldigung. Ich weiß nicht, sollte ich noch zu dieser anderen Seite gehen? Was meint ihr? Kontrollpunkt, ja. Beim Kontrollpunkt gehen wir auf jeden Fall hier zurück. Oh nein, die Wand ist zu. Nein! Nein! Ach, hätte ich besser vorher die andere Seite noch abgesucht. Shit. Dafür jetzt mit Vollgas. Ach du Scheiße. Toll. Was wir uns schon immer gewünscht haben. So, und zwar Bolzen. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Wir haben Dreierbolzen. Jetzt aber ein Sprengbolzen, okay? Dankeschön. Muss ich das aufschießen oder was? So, mein Freund, dann lass dich mal blicken. Wenn viel Munition verteilt wurde, ist es meistens, wie auch immer, ein Hinweis darauf, dass viele Gegner kommen werden. Wir freuen uns schon sehr. Aber hier ist zeitgleich... Ah, das ist, finde ich, jetzt sehr spannend. Also anscheinend ist das hier so ein Schlüssel. Wir haben ja diesen Kopf mitgenommen. Als Schlüsselfragment können wir wahrscheinlich hier einsetzen und dann öffnet sich das. Und dieser Boxed Head kommt raus. Wir können aber zeitgleich vorher nochmal eben speichern gehen, beziehungsweise hier uns upgraden gehen. Wir haben jetzt nicht viel dabei. Ich bereue immer noch, dass ich Fluffy aus der letzten Folge nicht getötet habe, weil meistens kamen so Endbosse ja 5000 Punkte und ja, gucken, was uns hier erwartet. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr, 3,31 Kilogramm, schwer, 35,5 Zentimeter groß. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Okay, also mittlerweile, wir haben ja immer mehr diese Geschichte verfolgt in den Tagebüchern. Mittlerweile wissen wir, verheiratet, Kind gekriegt und wir haben zwischendurch auch schon mal von unserem Kollegen gehört, dass wir eine Zeit lang unsere Probleme nach dem Unfall in Alkohol ertränkt haben. Ich gehe mal einfach davon aus, dass unsere Familie tot ist. Katakomben gefunden. Der besorgte Typ also. Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Aber wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupteten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigerte Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleich käme. Okay, wir haben da auch schon Dinge gesehen, die nicht feierlich waren. Hallo Schatz, alles okay? Ich bin immer noch in der Psychiatrie, oder? Ich bin in Wirklichkeit verrückt geworden, oder? Ich glaube immer mehr daran, dass ich verrückt geworden bin. Ich gehe mich mal updaten.
So, 5300 Punkte. Spritzenwirkung. Was haltet ihr denn davon? Boah! Pow! Au, au! 5000 Punkte? Na, Dankeschön, wir haben es ja. Das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Das könnten wir uns leisten. Magazin, das ist auch wirklich eigentlich nicht schlecht. Und kritisch, habe ich jetzt gemerkt, war zwischendurch auch gar nicht so schlecht. Mache ich jetzt einfach. Denn ich hatte schon mal dann wirklich meinen kritischen Treffer und das war nicht schlecht. Hier können wir insgesamt mehr Munition mitnehmen. Das finde ich ganz gut. Mehr Spritzen fände ich wichtig. Oh nein, mehr Spritzen ist teuer. Streichhölzer nervt eigentlich auch, dass wir die ständig aufnehmen müssen. Mit dem Bolzen habe ich zum Beispiel überhaupt keine Updates bisher gemacht. Weil ich die auch so relativ stark fand. Wollen wir Lebensabdingens hier mal 10%? Oder? Na, wenn man stirbt, stirbt man meistens eh für zwei Schläge oder sowas. Sag ich jetzt mal, vermutlich würdet ihr das machen, aber ihr kennt mich ja. Ich mache immer das, was andere nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob ich das mal machen soll. Schadensmultiplikator. Ist alles zu teuer. Feuerrate könnten wir erhöhen, das finde ich gut. Ja, dankeschön. So, und jetzt ist eh nichts mehr da, was wir uns leisten können. Deshalb auf, hinaus, hinaus, hinaus ins Schlachtfeld. Vorher wird noch kurz gespeichert. Und dann geht's weiter. Speichern, na Logo. Badam. 6 Stunden 53 haben wir momentan gespielt. Und ich weiß nicht, das wievielte Let's Play ist es jetzt im Moment? Sind wir bei Part 24 ungefähr, bei Part 25 schon? Ich glaube nicht, oder? Habe ich vermutlich länger gespielt? Oder meine ganzen Tode rausgeschnitten, wer weiß das schon? So, meine Freunde, jetzt werdet ihr erleben, wie ich beim ersten Bosskampf absolut draufgehen werde. Und es passt dann auch noch ganz schön ins Video. Und dann habe ich vielleicht fürs nächste Mal eine bessere Taktik. Und vielleicht ist es dann beim nächsten Mal geiler. Komm her, direkt Bolzen in your face. Passt. Okay, da geht eine Türe auf. Da geht noch eine Türe auf. 9 und 10. Welche Seite würdet ihr gehen? Den Pfad des Gerechten, also rechts, oder den Pfad des Linkischen, das weiß ich jetzt auch nicht was. Ich gehe den linken Pfad. Pumpe raus. Rein da. Das ist eine Spritze. Schadet nicht. Wir haben so oder so keine Spritzen mehr. Die hau ich mir, was man sagt, ordentlich hier in die Hirse rein. So. Zack. Zieh dir das rein, Alter. So. Einmal hier kurbeln. Ja. Die andere Seite auch erst. Sollen wir gegenüber mal noch gucken, ob da das Gleiche passiert? Das interessiert mich jetzt, bevor ich wieder irgendwas übersehen habe und es nicht weiterging wie vorhin, hatten wir das ja auch schon mal. Woo! Mega Jump. Beruhigende Musik. Ein dunkler Keller. Kerzenlicht begleitet uns. Leise schleichen wir durch die Katakomben. Der Kirche, wo Mumien gesehen wurden. Lebende Leichen. Was soll das? Ich gehe nicht da durch, das ist so eine Türe, die sich schließt. Oder? Ich gehe doch durch, bin durchgegangen. Spritze. Einladend. Was gibt's hier noch? War vielleicht doch nicht schlecht, dass wir hingegangen sind, oder? Merke, immer jede Ecke durchsuchen. Jetzt habe ich 1900, jetzt könnte ich nochmal upgraden gehen, das mache ich aber jetzt nicht, weil das würde den Spielfluss so sehr stoppen.
Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Okay, und wir werden den Preis dafür bezahlen. Meine Freunde, das Let's Play ist für heute zu Ende. Danke für eure Kommentare, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal und haut rein.